schon Infoprodukte zu diesem Thema Nintendo DS. Sie können aber einfach auch schnell ein eigenes Infoprodukt erstellen, einen Report zu dem Thema Nintendo DS oder was Sie auch haben, und nutzen diesen einfach für das Marketing, also zum Aufbau Ihrer E-Mail-Liste oder einfach um nachher Interessenten zu finden. Und da können Sie ebenfalls nochmal schauen, gibt es Bücher zu dieser Nische bereits bei Amazon, oder auch gucken Sie einfach bei Google in der Rubrik Bücher, ob es dazu schon was gibt. Ja, und wie gesagt, abschließend, ganz, ganz wichtig, fokussieren Sie sich bei der Werbung auf eine spezielle Unternische und nicht auf einen großen Markt. Also der große Markt wäre jetzt in dem Beispiel Spiele, ja, also das war ja sozusagen mein Ausgangssuchbegriff, und das ist natürlich ein Riesenmarkt, ja. Und da sich darauf zu fokussieren, ist natürlich, ich sage es mal, fast schon tödlich, weil da haben Sie natürlich einfach potentere Mitbewerber. Also fokussieren Sie sich dann lieber in diesem Markt Spiele auf eine kleine Unternische, wie zum Beispiel in dem Fall Nintendo DS. Oder gucken Sie direkt, also wenn Sie diese Nische, Unternische gefunden haben, gucken Sie einfach direkt jetzt bei zum Beispiel Nintendo DS, gibt es da eben weitere Unternischen? Ja, so wie ich Ihnen das auf der Seite Amazon gezeigt habe. Zum Beispiel Zubehör, spezielle Spiele, die gern gekauft werden für diese Spielekonsole und so weiter. Also das ist ganz wichtig. Und wenn Sie das gemacht haben, notieren Sie sich die Nische, schreiben Sie das in eine Textdatei und machen Sie das wirklich mit mindestens 10 weiteren Nischen. Und nehmen Sie sich wirklich die Zeit, ich habe das jetzt im Schnelldurchlauf gemacht, nehmen Sie sich wirklich die Zeit, intensiv danach zu suchen, und wie gesagt, schreiben Sie alles auf. Somit sind wir jetzt auch am Ende mit diesem Video, und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg dabei, und ich hoffe, Sie haben gute Ideen bekommen, wie Sie eine profitable Nische finden. Bis dahin, alles Gute, Ihr David Zeffer. Ja, Sie haben die Videoserie ja bis zum Ende geschaut. Dann hat sie Ihnen bestimmt gefallen, oder? Dann teilen Sie diese Webseite doch mit Ihren Freunden. Verlinken Sie von Ihrem Blog oder Webseite, setzen Sie einen Bookmark oder schreiben Sie einfach einen Kommentar. Sie finden unter dem Video Bookmarking-Links und die Kommentarfunktion. Vielen Dank, und ja, bis zum nächsten Video, wie Sie Produkte als Affiliate finden.